Wir kommen jetzt zu Kleine Germanen und Frank Geiger und Mohammed Farouk Manesh kommen in ihrem Film Kleine Germanen einer Szene ganz nah, die sich nicht gerne in die Karten blicken lässt. Rechtsextreme Erziehung ist kein alltägliches Thema in der Berichterstattung oder in unserer Wahrnehmung. Dass Sie einen Teil der Geschichte überhaupt erzählen können, liegt daran, dass Sie diese Elsass-Geschichte animiert erzählen und Sie somit als Protagonistin nicht im Bild zeigen müssen. Darüber hinaus bietet die Animation auch den Raum für die Erzählung einer komplexen Geschichte, denn die animiert erzählt wird, zieht sich ja über viele Jahre hin. Das Gespräch moderiert Flora Röver. Ich freue mich sehr, dass du das übernommen hast. Flora arbeitet beim DocFest München und sie ist da zuständig für die Branchenplattform DocMarktplatz. Ich begrüße meine beiden Gäste. Bitte nehmt Platz. Hallo. Hört man uns? Ja. Ja? Gut. Ja, vielen Dank erstmal an das Haus des Dokumentarfilms für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier zum ersten Mal auch Teil des wirklich spannenden DocWild-Programms sein kann. Und wir haben ja schon angekündigt bekommen von Arzt Bayer, es geht hier um den wirklich sehr spannenden und sehr relevanten Film, brandaktuell, Kleine Germanen. Und ich begrüße Frank Geiger, den Regisseur und auch Produzent von Little Dream Entertainment. Ja, und, guten Tag. Vielleicht kannst du ein paar Informationen über dich kurz erzählen und vor allem auch über die Produktionsfirma, weil ihr habt, es geht hier um außergewöhnliche Erzählperspektiven und das ist auch wirklich, was ihr euch auf die Fahne schreiben könnt. Ja, sicher. Also ich bin Regisseur und Produzent. Produzent und Regisseur, auch Editor, also Cutter, wie man früher, und aus Hamburg. Und ich habe mit meinen Partnern zusammen Produktionsfirmen, Men, es sind mehrere, Little Dream Entertainment und Brave New Work heißen die. Die sind beide in Hamburg und in Köln. Wir produzieren alles Mögliche, also Dokumentarfilme, Animationsfilme, Spielfilme, das haben wir keine Berührungsängste. Am Anfang haben wir uns mal auf die Fahnen geschrieben, wir machen alles außer Animationsfilmen, aber das hat sich mittlerweile sehr stark geändert. Außerdem haben wir jetzt auch nach der dritten animierten Produktion auch ein eigenes Animationsstudio, wo wir mit eigenen Leuten, also jetzt auch zum Beispiel Kleine Germanen, selber produziert haben. Und auch davor schon Teheran Tabu. Ich weiß nicht, ob man von dem was gehört hat. Und jetzt auch gerade aktuell einen ziemlich großen Kinderanimationsfilm machen, Peterchens Mondfahrt. Also das ist die klassische Animation. Und was wir auch noch haben, ist einen eigenen Verleih, der heißt Little Dream Pictures. Also der aber nicht nur unsere eigenen Filme rausbringt oder teilweise, sondern auch andere Filme rausbringt, jetzt auch Kinderfilme rausgebracht hat. Und da sind wir sehr stolz, dass wir schon jetzt einmal 100.000 Zuschauer erreicht haben bei einem Film namens Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch. Also, wir merken, sehr erfahren auch der Animationsfilm. Ja, genau. Und so ist die Konstellation und da bin ich ein Teil davon und mache da auch viele Jobs. Und die Projekte, die uns am Herzen liegen, die machen wir dann auch selber, wie zum Beispiel Kleine Germanen. Ja. Dann interessiert uns alle und natürlich die Anfangsidee, wie kamst du zu dem Thema, warum und wie auch die Recherche ablief, wolltest du diesen Film machen, hast du ihn gemacht? Also ganz am Anfang des Projekts stand ein Zeitungsartikel, den wir gelesen haben, da ging es um ein 4-jähriges Mädchen, das ist gestorben an Diabetes, weil die Eltern das Insulin verweigert haben. Also die haben sich den Ärzten und auch dem Jugendamt widersetzt, dass sie dem Kind kein Insulin geben wollten, weil sie Anhänger der germanischen neuen Medizin waren. Das ist so eine Naturheilkunde, die auf rechtsextremen Gedankengut basiert. Da geht es so darum, dass das Starke überlebt und das Schwache wird eben
ausgemerzt, wenn die Selbstheilungskräfte nicht ausreichen, muss man eben sterben. Und dann so Sachen wie Schulmedizin ist jüdische Medizin, da wird man beeinflusst, wenn man sich impfen lässt, auch das sind so Impfgegner da gerne. Und dann haben wir recherchiert und festgestellt, dass diese Familie eben aus dem rechten, aus dem völkischen Milieu kommt, also die hatten 8 Kinder. Und deren Geschwister auch mindestens jeweils 5 Kinder. Und die Eltern waren schon in dem völkischen Milieu, Ludendorfer nennen die sich, eine spezielle Gruppierung. Und auch schon die Großeltern waren Ludendorfer, also gingen in Tradition. Und die hatten immer ganz, ganz viele Kinder, weil das Teil der Ideologie ist. Und dann haben wir gesagt, was gibt es denn über diese Kinder? Gibt es da irgendwas? Kann man da was nachlesen, recherchieren? Da gab es nichts. Kein Buch, kein Artikel, keine Diplomarbeit, schon gar kein Film. Dann haben wir gesagt, dieses Thema müssen wir behandeln. Dann haben wir mit Experten auch gesprochen, gesagt, ja, die alle so, ja, darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht. Man schaut immer auf die Erwachsenen, aber nie auf die Kinder. Und dann haben wir gesagt, darüber wollen wir jetzt einen Film machen. Das war schon vor 4 Jahren. Dann musste man natürlich rausfinden, wie macht man das? Wie behandelt man so ein spezielles Thema? Und sowas, wo man auch mit der Kamera eigentlich nicht wirklich hinkommt. Und dann haben wir halt lange recherchiert nach Aussteigern auch, die mit uns reden wollen. Da haben wir auch erst mit dieser Familie gesprochen, mit der 4-jährigen Tochter. Und die haben aber alle abgelehnt. Auch ein Onkel, der ausgestiegen war, wollte nicht vor die Kamera gehen. Und so haben wir auch viel mit befreundeten Journalisten geredet. Mit wem kennt ihr denn? Mit wem habt ihr schon mal gearbeitet? Wer kennt wen? Mit den Aussteigerorganisationen Exit. Und die haben uns dann diese Figur, die Hauptfigur in unserem Film vermittelt, die Elsa heißt, die eben ausgestiegen war mit ihren Kindern vor 10 Jahren eigentlich. Und die hat uns ihre Geschichte erzählt und das haben wir dann quasi im Animationswege emotional bebildert und wollten gleichzeitig aber auch diese Perspektive der Kinder darstellen. Und da ist der Animationsfilm natürlich prädestiniert dafür, eine Kinderperspektive aufzuzeigen. Und auch die Anonymisierung eurer Protagonisten, um sie zu schützen, klar, nicht im Vorgespräch. Man erkennt keine Gesichter oder ja. So. Sind reine Animationsfiguren. Ja. Das ist natürlich wichtig. Das heißt, da war die Entscheidung von Anfang an eigentlich klar, es wird animiert und wir haben noch lange diskutiert, sollen wir das machen und wie dieses Thema, wird es auch dann wirklich das Publikum erreichen? Und da haben wir gesagt, wir wollen aber auch junge Leute erreichen, weil man muss die jungen Leute erreichen, nicht die Erwachsenen. Bei den Erwachsenen ist eh schon Hopfen und Malz verloren. Dann sind wir eigentlich auch schon beim ersten Clip, wenn wir den sehen könnten, die Einstiegsszene, um die Protagonistin kennenzulernen, Elsa. Ja. Bitte. Stoi, Rudi, bitte! Rauskommen, mit erhobenen Händen. Zastrelio Nemka. Ha! Du bist tot, du Bolo-Schick. Peng, peng! Das heißt Bolschewik. Du hast mich besiegt. Das war toll, meine Kleine. Ich bin stolz auf dich. Elsa. Der Feind war hinterhältig, aber du warst schlauer. Stillgestanden, gefreiter Elsa. Für diese Heldentat im Angesicht der asiatischen Horden überreiche ich Ihnen das Ehrenzeichen der SS-Heimwehr 20. Wie lautet die Parole, gefreiter Elsa? Für Führer, Volk und Vaterland. Ja, da sieht man schon sehr, sehr früh. Ja, also das ist ihre Geschichte. Ja. Sie hat uns auch alles sehr schön erzählt, wie das mit ihrem Opa war und was er ihr beigebracht hat und
was er von ihr verlangt hat und was er sie hat auswendig lernen lassen und solche Geschichten. Ja. Und innerhalb des Films, also diese Animation ist ja die ganze Klammer des Films, wird man ihre Geschichte kennenlernen, wie sie immer mehr radikalisiert wird. Genau. Und wie sie Familie bekommt, viele Kinder bekommt und wiederum ihre eigenen Kinder auch erzieht. Das ist die Geschichte der Animation, ja. Genau, bis zu einem tragischen Ende. Und was wir auch schon vorher immer gehört haben, Animation ist sehr kostspielig. Kannst du hier auch schon zum Zeitpunkt was zu der Finanzierung sagen? Gut, das Animation ist natürlich teurer, als wenn man reinen Dokumentarfilm macht. Klar, das kostet einfach dann. Das hat dann auch lange gedauert, diesen Film zu finanzieren. Als wir angefangen haben, haben uns auch einige gesagt, das Thema ist irrelevant und da wollen wir uns nicht beteiligen. Der Knackpunkt war, dass wir den SWR begeistern konnten für das Projekt und Arte, dass die eingestiegen sind. Und dann ging es auch mit der restlichen Finanzierung über, also die Filmförderung Hamburg war dabei, die Filmstiftung NRW und MFG Filmförderung hier in Baden-Württemberg war mit dabei. Und natürlich DFFF für Kinofilm. Und dann hatten wir eine Koproduktion mit Österreich, Golden Girls Filmproduktion, die dann hier auch noch in Österreich ein bisschen Geld beisteuern konnten. Auch da zum Beispiel hat der ORF gesagt am Anfang, das ist kein Thema bei uns in Österreich. Das heißt, ihr habt aber einen anderen Sender gewonnen. Wir haben einen anderen Sender gewonnen, Puls 4 heißt nicht, der. Der hat ein bisschen Geld noch dazu gegeben und ist auch sehr politisch engagiert, was einen überrascht. Aber und jetzt will der ORF ihn haben. Jetzt wollte der ORF den Film haben, ja, aber jetzt ist er natürlich weg. Das ist so. Aber dann können wir auch noch mal auf die Animationsszene und auch auf die künstlerische Umsetzung eingehen. Also wie ihr das technisch gemacht haben. Das ist eigentlich eine klassische 3D-Animation mit 3D-Charakteren. Was wir gemacht haben, ist vorher Motion Capturing, also mit Schauspielern in Anzügen, die Bewegungen gecaptured und die werden dann übertragen auf die 3D-Figuren. Da muss man trotzdem Hand animieren, weil man kann aber manchmal Teile benutzen, andere Teile muss man dann doch von Hand animieren. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, wenn man sowas macht. Das spart ein bisschen Geld an der Animation. Wir haben halt einen speziellen Animationsstil entwickelt, bestimmte Texturen benutzt, die wir dachten, dass sie dem Thema auch gerecht werden, den Geist rüberbringen, also dieses Künstlerische, was wir da gewählt haben, diese Sachen, das war natürlich ein Test. Wir haben ganz viele Stilsmittel ausprobiert, viel, viel abstraktere auch, viel realistischere auch und haben uns halt dann für diesen Stil entschieden, dass der aber ganz gut funktioniert, was wir jetzt immer sehen, auch mit Schülern, mit denen wir dann Vorführungen machen. Da hatten wir jetzt schon einige, diverse. Das kriegt sofort die Aufmerksamkeit der Kinder. Die gehen nicht alle geschlossen aufs Klo, was normalerweise passiert, wenn sie einen Dokumentarfilm gucken müssen. Da bleibt die Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist auch, war uns auch wichtig bei dem Thema. Aber es ist ja auch nicht nur Animationsszenen. Also das ist sozusagen die Geschichte der Elsa wird daran erzählt. Und vom Stil ist mir noch aufgefallen, natürlich ist es angelehnt an die Kunst der so eine nationalsozialistische Kunst, sehr stilisiert, romantisiert. Genau. Aber sind ja auch viele Interview-Szenen, die ihr habt, eingeflochten mit Archivmaterial. Ihr habt auch ein paar fiktionale Szenen von Kindern. Also vielleicht kannst du auch noch mal darüber erzählen, wie ihr das zusammengebracht habt, diese verschiedenen Erzählebenen. Das sieht man vielleicht nachher wenn man auch den noch, nächsten Clip zeigen. Dass wir halt Interviews geführt haben mit Protagonisten aus der rechtsextremen Szene, diversen. Das war nicht einfach, die zu kriegen. Und da musste man wirklich auch gut recherchieren und hinter denen her sein. Am Ende des Tages haben sie mitgemacht, weil sie auch mittlerweile so ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt haben. Also wenn man da hinkam zu den Interviews, und ich war meistens ich nur alleine, weil wir den Mohammed nicht dabei haben wollten, aus taktischen Gründen. Das hätte das Verhalten vielleicht ein bisschen geändert bei denen. Dann kamen die Leute von der Lügenpresse sind da, bitte nehmen Sie Platz.
Und so auch die Stimmen, die Grundhaltung war so, noch seid ihr am Drücker, aber bald werden wir euch ablösen und dieses System zu Fall bringen. Das ist so der Geist, in dem die sich bewegen momentan. Und deswegen haben sie auch ein Selbstbewusstsein, denken, es gibt ja jetzt eine Sammlungsbewegung in Deutschland, hinter der sie sich vereinen können. Und deswegen sind die da auch wirklich so bereit zu reden. Aber auch vor allem, das sagtest du mir, weil du auf die Erziehungsfragen, ja, also diese Gespräche, natürlich wird man nichts wirklich Politisches zu hören bekommen, aber ja. Also das Thema bei uns war Erziehung. Wir wollten das auch, der Film wird nicht kommentiert. Es ist kein Kommentator, der uns die Welt erklärt, sondern wir hören nur die Statements, wir sehen die Geschichte und muss man sich selber seine Gedanken machen und muss auch wirklich ein bisschen darüber nachdenken. Und das war unser Ziel auch. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, das so rüberzubringen. Das können wir uns vielleicht mal im nächsten Clip anschauen. Da haben wir die Kombination auch von Interviews und Animation. Mein Großvater, der war an der deutschen Wehrmacht. Also ich kenne ein Bild von ihm, das sieht man in der deutschen Uniform, also in der Wehrmachtsuniform. Das war wirklich schön immer ausgestellt. Das war wirklich so ein schönes, klassisches, altes Foto, das am Kasten steht, herunter quasi lacht und man konnte sofort sehen, wenn man ins Zimmer reingekommen ist. Der Stolz war da, dass für das Großdeutsche Reich damals gekämpft wurde. Schau dir nur diese Berge an, Elsa. Das ist unser Deutschland. Das schönste Land der Welt. Können wir eine Pause machen, Opa? Nein. Warum? Wir haben die Hütte bald erreicht. Wir werden die Strecke ohne Pause zurücklegen. Aufgeben ist nur was für Feiglinge. Das war eine Interviewszene eines Aussteigers, österreichischen Aussteigers und kombiniert mit Archivmaterial und dann die Folie, Animationsebene zusammengebracht. Also das habt ihr schon bewusst immer gewählt, diese... Ja, also der Schnitt war nicht einfach und dass man diese Wirkung erzielt und welche Reihenfolge erzählt man das und welche Blöcke erzählt man in welcher Reihenfolge, also wie das immer beim Dokumentarfilm der Fall ist, man muss genauso hart arbeiten, um eine Geschichte zu erzählen, die dann hoffentlich funktioniert. Ja. Also das war, nur hat man halt noch den Task des Drehens, Motion Capturens, und den Task der Animation, was natürlich sehr zeitaufwendig ist. Also unser Film ist, ich glaube, es sind jetzt 40 Minuten Animation. Dafür hat man natürlich, dann braucht man allein halt für die Umsetzung dann nochmal 8 Monate oder sowas, das hinzubekommen. Ja, kannst du uns da, also diese technischen Konflikte, auf die ihr gestoßen seid, ihr seid erfahren, aber du hast mir auch erzählt, ihr habt durch diese lange Entwicklungszeit, hat sich die Technik auch zu euren Gunsten etwas entwickelt? Das ist tatsächlich so, dass sich diese Motion-Capture-Technik, die war sehr teuer früher und sehr umständlich, wenn man so den Gollum oder so anguckt, das ist die gleiche Technik. Da wurde mit ganz vielen Kameras gearbeitet und solche Sachen. Das gibt heutzutage Anzüge, mit denen man das machen kann, die einfach die technischen Daten übertragen auf die Figuren. Und das ist einfach kostengünstiger geworden. Das war im Laufe unserer Entwicklung, wo wir dachten, um Gottes Willen, wie kriegen wir das alles hin für das Geld, was wir haben, hat sich das dann tatsächlich auch immer gebessert. Man konnte besser arbeiten damit. Man hat weniger Fehler, die man eliminieren muss und dadurch weniger Handarbeit, die man dann noch nachträglich anlegen muss. Und so hat sich das dann tatsächlich über die 4 Jahre, an die wir an dem Film gearbeitet haben, deutlich gebessert. Ja, und das ist auch gute Nachrichten für eigentlich es wird günstiger, sagen wir es mal so. Es wird günstiger. Und auch leichter zu handhaben, nicht? Also, dass man das, leichter zu handhaben, ja. Abstrakter. Auf der anderen Seite immer abstrakter, weil man wirklich nicht mehr so viel hat, um mit zu arbeiten, weil man wirklich komplett in die Animationswelt natürlich abtaucht. Ja.
Und da war es immer schwierig mit unseren Redakteure, waren natürlich auch keine Animationsleute. Also die Frau El Gomri vom SWR, die der Redaktion gemacht hat, war natürlich dann am Anfang, oh Gottes Willen, was ist das denn? Wie sehen diese Figuren aus? Wie sieht diese Animation aus? Da muss man dann immer so eine sehr viel an Überzeugungsarbeit leisten und erklären, wie sich das alles noch entwickelt. Dann gibt es den nächsten Schritt und manchmal wird es dann noch abstrakter und so, und das ist was, womit man dann zu kämpfen hat bei solchen Sachen, aber das hat dann ganz gut funktioniert. Und kannst du uns auch nochmal über die Größe, also ihr habt ein eigenes Animationsstudio, hast du erzählt, ja, das selbstständig aufgebaut mit der Jan, und wie viele Animatoren das oder das ist, Team, wie groß also war es? Wir haben eigentlich jetzt 6 Leute, die festarbeiten, das ist unser Kernteam, verteilt auf Hamburg, also 4 Leute in Köln, 2 Leute in Hamburg. Aber das Team, was man dann aufbaut, ist ja immer vom Projekt abhängig. Jetzt bei Kleine Germanen waren das dann mal in der Spitze 30 Leute oder so, die man dann in verschiedenen Departments dann besetzt. Jetzt, das ist dann beim großen Projekt natürlich dann mehr und länger und so. Das ist natürlich das, was das Budget bei so einem Projekt belastet. Da muss man viele kreative Lösungen auch finden, um mit einem Animationsbudget arbeiten zu können. Da hilft natürlich unser eigenes Studio auch. Dann zahlt man nicht noch die Overheads anderer Firmen dazu und so kann man ein bisschen was sparen. Was hatte ich noch? Wie ihr, also vielleicht Animationsteam, wie ihr da zusammenarbeitet, also das, ja, dieses Größe des Teams und wie ihr da zusammenarbeitet und wie ihr dann auch die ganze Struktur des Films entwickelt habt, weil hier geht's, ja, also das ist... Also am Anfang steht natürlich eine Art Idee, dann macht man ein Animatic und wir haben ein Animatic gemacht für den ganzen Film, also auch für den dokumentarischen Teil. Das heißt, man zeichnet die einzelnen Shots und überlegt sich halt auch für den dokumentarischen Teil schon, was könnte da jetzt hinkommen und welche Protagonisten könnten wir denn da brauchen und so weiter. Da hat man halt die gezeichneten Bilder, die man hintereinander schneidet, möglichst detailliert. Also ein richtig gutes Animatic arbeitet dann schon mit 3 Bildern pro Sekunde, also dass jede Sekunde Film mit 3 Frames gezeichnet ist, dass man das schon mal voraussehen kann, wie sich so ein Film entwickelt. Dann hatten wir mal so ein grobes Animatic am Anfang, dann sind wir losgegangen, haben die Interviews geführt mit den Protagonisten und daraufhin sind wir dann in den Schnitt gegangen. Natürlich haben schon mal die Dokumentarteile in das Animatic reingeschnitten und geguckt, an welche Stelle passen die gut und wie kann das funktionieren. Wenn man Animatic sagt, braucht man natürlich schon Leute. Man braucht Leute, die da sitzen und zeichnen. Das ist dann die Leute, die einfach zeichnen können. Da braucht man schon 3-4 Leute, um da schnell voranzukommen. Und dann geht es halt im Schnitt, dann schneidet man und schneidet und schneidet. Man schneidet beim Animationsfilm bei jeder Stufe. Also immer wieder muss man zurück in den Schnitt gehen, weil jede technische Stufe sich physikalisch anders verhält. Also ein Animatic ist schneller zu erfassen als zum Beispiel vom Zuschauer, als jetzt dann nachher eine Rohfassung, wo man animierte Rohfiguren durch die Gegend schiebt, die sind einfach schwieriger. Und da muss man sich jedes Mal neu justieren und neu anpassen und nochmal neu nachschneiden. Der Schnitt ist erst zu Ende, wenn der Film fertig ist. Das muss man sagen. Es ist beim Animationsfilm noch mehr als beim Realfilm so. Und da hatte ich aber auch ganz, das haben wir zu dritt gemacht, den Schnitt. Also da hatte ich auch ganz gute Partner, unter anderem der Andrew Bird in Hamburg, der für Fatih Akin immer seine Filme schneidet. Der war auch eine sehr große Hilfe, was Dramaturgie anbelangt. Wir könnten noch einen Clip anschauen, und zwar wie Elsa jetzt als erwachsene Frau ist, selber Kinder hat und ihre Tochter Marit
nach dem Germanentum erzieht, nach der Lehre. Und das sieht man einfach, die Technik, die du beschrieben hast, an dieser Szene sehr gut. Die Animation, eine lange Animationsszene. Thor hat die böse Midgard-Schlange getötet. Er hat sich selbst geopfert, aber das Volk der Germanen damit gerettet. Marit, weißt du, was diese Geschichte bedeutet? Es bedeutet, dass wir kämpfen müssen bis zum Tod. Der Kampf für unsere Heimat ist unsere heilige Pflicht. Warum? Damit wir nicht versklavt werden. Germanen dürfen niemals Sklaven fremder Völker sein. Verstehst du das? Wenn du groß bist, wirst du auch einmal für unsere Heimat kämpfen. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. So sollten wir sein. Ja, also die Szene zeigt einmal die Animation und jetzt wieder bringt ein neues Element in die Erzählstruktur. Wir konnten ja nicht die Kinder, also es gibt Archivmaterial in dem Film, wo wir auch Kinder in Lagern gezeigt haben, aber so die Kinder konnten wir nicht filmen, wollten wir auch nicht filmen, das wäre ja auch ethisch bedenklich. So. Wir haben tatsächlich mit kleinen Schauspielern auch gearbeitet, also mit Kindern, mit denen, die wir aufgenommen haben, um bestimmte Passagen auch zu veranschaulichen in dem Film und dass die Kinder von heute zu zeigen, die in dem Film ja, die Geschichte beginnt in der Vergangenheit, bewegt sich langsam in die Gegenwart und wir wollten auch die Kinder von heute da, dass man die spürt in diesem Film, dass man ein Gefühl für Kinderperspektive, für Kinder, für die Wahrnehmung der Kinder hat. Das war dieser Aspekt, den haben wir auch noch in diesem Film drin. Ja. Und ich würde fast noch den letzten Clip dazu nehmen, ja. Weil dieser letzte Clip, den wir haben, der zeigt eigentlich alle verschiedenen Formen in eurer Erzählstruktur und wirklich, wie ihr das zusammenbringt. Unsere Kinder durften nur mit Kindern von Kameraden spielen und die Mädchen nur Röcke tragen. Wir hätten am liebsten eigene Schulen und Kindergärten gehabt, wo die Kinder absolute Disziplin lernen. Aber dafür gab es kein Geld. Marit kann wirklich sehr schön zeichnen. Ja, sie ist sehr talentiert. Wirklich, das ist sie. Uns ist aber auch aufgefallen, dass sie sehr zurückhaltend ist und kaum mit den anderen Kindern spielt. Und uns beunruhigt noch etwas anderes. Sehen Sie, sie zeichnet so etwas. Ein Hakenkreuz. Wer hat dir das bloß gezeigt? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Verstehen Sie, normalerweise melden wir so etwas beim Jugendamt. Vielleicht hat sie es aus dem germanischen Sagenbuch, das ich hier vorlese. Da sind viele alte Bilder drin. Das ist doch eine germanische Rune, oder nicht? Da! Jetzt hab ich dich! Schau mal, Mama. Odin, der damals Mann und Frau erschaffen hat aus Esche und Ulme, beide waren aus Holz, gleichwertig, aber verschieden. Und im Christentum ist die Frau aus der entbehrbaren Rippe Adams geschnitten worden. Und während schon im Germanentum Frauen ihre Männer auch vertreten haben auf Augenhöhe, war das im Christentum nicht möglich. Das Christentum ist auch eine Wüstenreligion, die hier nach Deutschland mit Zwang eingeführt worden ist. Und da, denke ich, kann sich die Geschichte auch wiederholen, wenn man daran denkt, wie hier damals die Kreuzzüge stattfanden, die Zwangskristallisierung. Wer weiß nicht, ob es dann nicht auch eine Zwangsislamisierung hier irgendwann gibt. Ich glaube, ihr hattet gerade Kinostart im Mai, wenn ich mir das anschaue. Also die Reaktionen auf die Kinotour waren...
Also, wie? Ich habe jetzt ungefähr, ich habe 32, habe ich nachgezählt, 32 Vorführungen gehabt, jetzt quer, kreuz und quer durch Deutschland. Und das war immer schön. Also, da waren Leute da und es wurde sehr viel diskutiert, vor allem. Also, jeder. Es wurde ja auch nie über den Film und die Machart oder sowas gesprochen, immer über das Thema. Und das war, im Osten war das Interesse generell größer als im Westen, ist mir aufgefallen. Da haben die Leute dann immer gesagt, ja, das kenne ich hier in diesem Dorf und da in dieser Stadt gibt es diese Familien. Und wenn man hier rausfährt aus Dresden oder aus wo auch immer, ist einfach die Situation tatsächlich schlimm. Und ja, also das war eine schöne Erfahrung. Und vor allem Schulvorführungen waren sehr gut mit Schulklassen, wo das ganz gut ankam und die Kinder auch sehr diskutiert haben über das Thema. Aber nicht nur thematisch, also du hast immer wieder gesagt, dass es die Animation ist, diese Art der Erzählweise, genau. Die hilft, den Zugang, dass Kinder oder gewohnt sind, Trickfilme zu sehen, animierte genau. Szenen, und das ist, die oft besser verstanden hätten, den Film, als dann Erwachsene. Und das kam vor, richtig. Ja. Also das ist so. Kinder sind eben interessiert an dem und haben einfach eine bessere Aufmerksamkeitsspanne bei Animationsfilmen, bei Trickfilmen. Und ihr habt ja auch einen Auftrag, war schon, ihr habt Schulmaterial vorbereitet. Genau, das ist ziemlich gut auch. Ja. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon so weit, dass wir dass du darüber noch was erzählen kannst und dass wir auch Fragen ans Publikum. Fragen. Gerne Fragen. Zur Struktur zu. Hier war. In der Mitte? Also von der rechten Szene im Internet, wenn man mal guckt auf YouTube oder Facebook, oder gibt es tausende Kommentare, also Hasskommentare einfach. Aber von unseren, ja, die haben alle den Film nicht gesehen natürlich. Die haben alle den Trailer gesehen und haben dann zugebissen, so Beißreflex. Aber unsere Protagonisten, wir haben denen immer auch den Film gezeigt, Monate bevor der ins Kino kam, und haben sie gebeten um ihre Stellungnahme und kam nichts. Die haben alle geschwiegen. Also da war das Schweigen im Walde. Und das ist bis heute so. Ich glaube, es gibt einen Kommentar von der Frau Kosica. Das ist eine Verlegerin in Thüringen, die mit ihrem Mann zusammen hier interviewt wurde. Die hat dann gesagt, der Film sei ja künstlerisch ganz interessant, aber hätte natürlich mit der Realität nichts zu tun, und sie überlegt, uns zu verklagen. Und das war der, aber da ist jetzt nichts passiert weiter. Sonst gab es keine Kommentare von unseren Protagonisten. Wie gesagt, aus der rechten Szene jede Menge Videos und Vlogs und Kommentare und so weiter, die auch vor allem meinen Kollegen, den Herrn Farouk Manesh Mohammed, angefeindet haben, wie er dazu käme, einen Film über Germanen zu machen, und er soll dahin zurückgehen, wo er hergekommen ist, und nicht das Land schlecht machen, das ihn aufgenommen hat und so. Und bei mir heißt es dann immer Volksverräter, Antideutscher und so weiter. Also das ist ganz mannigfaltig. Wir haben da oben noch eine Frage. Ja, also mir hat der Stil der Animation sehr gut gefallen, weil das ja ein bisschen wie Ölgemälde auch ist. Ja, das fand ich sehr schön. Was mich ein bisschen irritiert hat an dem Film ist, dass sie ja bei die Experten nicht zeigen, sondern da immer dann Aufnahmen von Kindern dazuschneiden. Und für mich als Zuschauer fand ich das sehr irritierend, was das jetzt für Kinder sind. Sind das jetzt Kinder aus den rechten Kreisen oder nicht? Also mir schienen sie eher ganz normale Kinder zu sein. Und da habe ich mich dann gefragt, was das für eine Motivation war, die Experten mit diesen Bildern zu unterschneiden. Gut, das hatte zwei Sachen. Einmal ging es uns darum, die Präsenz der Kinder im Film zu haben. Auch sonst hättest du ja nur so Interviews gehabt mit Talking Heads. Das wollten wir nicht, nein. Aber uns ging es dann um manche unserer Experten, die zum Beispiel Kindergärten beraten oder Kitas und Schulen beraten, die wollen nicht gesehen werden. Von denen gibt es auch gar keine Bilder im Internet und sowas. Die tun alles, damit man sie nicht kennt. Und dann hatten wir die
bei denen die spezielle Fall, dass die auch nicht vor die Kamera treten wollen. Also nur ihre Stimme, das war okay, aber auch das Bild nicht. Und das haben wir dann aber zum Stilmittel gemacht bei der Produktion auch, dass wir das so gemacht. Diese beiden Aspekte waren uns da wichtig. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Dann, ja. Eine Wortmeldung ist gerade noch gekommen. Sie hatten ja gemeint, dass der Film sehr stark auf Kinder wirkt und dass er irgendwie auch eine Spannung hat, dass die Kinder irgendwie nicht auf die Toilette gehen. Genau. Und ich habe mich zum einen gefragt, was für konkrete Reaktionen zum Beispiel, dann gab es danach Nachgespräche oder wie geht man damit eigentlich um, wenn man Kindern diesen Film gezeigt hat? Das hat mich interessiert. Und dann vielleicht auch noch dazu anschließend, der Film, also die Ausschnitte, die wir jetzt ja gesehen haben, sind ja sehr, wie soll man das sagen, dramaturgisch sehr stark. Die wirken enorm stark. Also dann das Kind erschießt irgendwie den Vater, der den Bolschewiken macht und so. Und inwiefern sozusagen die emotionale Wirkung, die der Film hat, auch dann nachher die pädagogische Wirkung hat, die er haben soll. Also ich war ja bei den Schulvorführungen jetzt, ich war nicht immer da, aber bei vielen war ich dabei und habe natürlich danach mit den Schülern diskutiert und da kamen wirklich auch gute Fragen, also reflektierte Sachen. Also die Kinder haben wirklich darüber nachgedacht, haben überlegt, wer in unserer Schule könnte denn aus so einer Familie kommen oder kenne ich solche Leute oder haben auch, wenn ich gesagt habe, was will euch der Film zeigen? Und dann kam da von den Kindern selber, der Film will zeigen, wie es sich anfühlt, in so einer Familie aufzuwachsen. Also wie fühlen sich diese Kinder, die da aufwachsen? Und die empfinden das ja auf eine bestimmte Art und Weise. Kinder denken ja nicht über Politik nach, sondern empfinden das, spüren das. Und so, das war die Intention. Und das spüren auch die Kinder, die im Kino sind tatsächlich. Und also die Reaktionen waren immer positiv und wir haben ja die Geschichten, die Elsa, diese Figur uns erzählt hat, haben wir möglichst akkurat erzählt. Sagen wir mal, alles, was wir erzählt haben, ist passiert. Wir haben nicht alles erzählt, was passiert ist, klar, aber dieses Gefühl haben wir versucht, drüber zu bringen. Und ich glaube, das kommt ganz gut bei den Kindern an und es gibt ein Schulmaterial, mit dem auch die Lehrer danach das weiter bearbeiten können, die Fragen, die sie halt bearbeiten können mit den Kindern. Also ich hatte nie bei keiner Vorführung mit Schülern den Eindruck, dass sie das irgendwie falsch verstanden hätten. Also das war diese Frage kommt dann auch öfter mal an dem Publikum. Kann man das so zeigen, ohne dass verstehen das denn überhaupt Kinder oder versteht das ein normales Publikum richtig, wenn man die Leute nur reden lässt und solche Sachen? Diese Diskussion gab es dann immer. Da war auch mein Eindruck, dass die Mehrheit des Publikums gesagt hat, ja, das versteht man und das wird jeder verstehen und auch so, auch die Kinder werden es verstehen. Und das, meine Erfahrung bei allen Vorführungen, die ich bis jetzt hatte, war, sie haben es verstanden und sie haben es in den richtigen Hals gekriegt, sie haben darüber nachgedacht und auch konstruktiv diskutiert. Es lässt sich hier noch sehr, sehr, sehr lange weiter diskutieren, ja. Befürchte ich. Nein, sehr, sehr wichtig. Und aber Frank Geiger ist da und ich bedanke mich sehr herzlich. Ja, ich bedanke mich auch. Ich gebe ab. Vielen Dank. Astfeier.